Herzlich willkommen bei unserer Wasserquellenübersicht. Eine Gruppe angeschlossen an der Landsitzliebe. Heute im Gespräch mit Philipp Bjarsch, der Mitersteller des Wasserwiki, was wir euch heute vorstellen möchten. Grüß dich alle. Sei herzlich gegrüßt. Schön, dass du heute hier bist, um uns über das Wasserwiki aufzuklären. Ja, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du mir das Sprachrohr bietest, dass ich das Wasserwiki mal vorstellen darf. Ja, du hast bestimmt schon einiges gehört über das Wasserwiki. Ja, selbstverständlich. Vor allem, seitdem wir kooperieren, habe ich mir die Seite natürlich schon angeguckt und habe da natürlich so einige Fragen. Als allererstes würde ich dich gerne fragen, wie ist es zu dem Namen gekommen? Ja, das Wasserwiki, also dazu muss ich auch sagen, ist natürlich nicht mein Werk, beziehungsweise das hat meine geschätzte Bekannte, die Claudia, ins Leben gerufen. Und Claudia, schon seit Jahren sammelt sie Bilder von schönen Wasserorten und hat sich irgendwann mal überlegt, sie würde gerne eine Sammlung zu diesen Orten anlegen, am besten digital, sodass jeder einsehen kann, dass jeder zugreifen kann, und hat sich überlegt, es müsste eigentlich eine Internetplattform sein in Form einer Website, und hat sich überlegt, dass der Name Wasserwiki ganz treffend wäre, einfach weil es eine Seite ist, wie ein Wiki, das rund ums Thema Wasser informieren soll. Und es hat auch ganz viele Facetten rund ums Wasser, aber das werde ich gleich noch vorstellen. Genau. Ja, prima. Dankeschön. Dankeschön. Wo finde ich die Seite? Prinzipiell sind wir im Netz unter wasserwiki.eu zu erreichen. Google könnte es aktuell noch schwierig sein, dass man uns findet. Also wenn man Wasserwiki sucht, findet man es wahrscheinlich auch. Wenn man weiß, wonach man sucht, es ist gerade alles noch im Aufbau und ich hoffe, dass man uns in Zukunft auch leichter findet, aber unter wasserwiki.eu kommen wir immer auf unsere Website. Wir haben natürlich eure Website auch bei uns verlinkt. Mhm. Die findet ihr bei uns in den Wasserquellengruppen und das posten wir auch immer wieder, wo es das Wasserwiki zu finden gibt. Zur Erklärung, kannst du unseren Zuschauern erklären, wie das Wasserwiki genau funktioniert? Ja, sehr gerne. Ich denke, dazu wäre es am besten, wenn du ein Bild von der Startseite her zeigst. Wir haben uns natürlich Mühe gegeben, das irgendwie so zu strukturieren, dass die Leute auch sich zurechtfinden auf unserer Seite, dass sie die Informationen schön dargestellt bekommen. Wir haben mehrere Unterpunkte, die würde ich gerne mal mit dir durchgehen zusammen. Wir haben den Punkt Wasserwiki, da haben wir uns gedacht, verstecken wir einfach allgemeine Informationen rund ums Wasserwiki, wie funktioniert es, was ist eigentlich überhaupt unser Gedanke, und haben dann auch, das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ich finde, Claudia macht wunderbare Fotos rund ums Wasser und haben beispielsweise eine Kategorie dort in dem Wasserwiki-Reiter, die heißt Wasserkunst. Da werden wir jetzt, haben wir geplant, auch jahreszeitenspezifisch Bilder rund um Wasser und Quellen reinpacken, genau, damit es ein bisschen gewürdigt wird. Und ich finde, also die Fotos sind wunderschön. Ja, und was vielleicht viel interessanter ist noch, ist unsere Länderkategorie. Es heißt ja schon schön sprechend wasserwiki.eu. Claudia und ich wollen uns nicht auf Deutschland beschränken. Europa ist wunderschön, hat wunderschöne, auch verschiedene Naturräume. Quellen gibt es aber fast überall. Und deshalb gibt es in Länder. Bisher sind um die 10 verschiedene Länder, in denen man dann auch Einträge zu sehen, Quellen, Routen am Wasser findet. Kann man sich ein bisschen durchklicken. Und da schauen wir uns mal ein Beispiel an. Welche Länder habt ihr insgesamt schon dabei? Wir haben jetzt dabei, aktuell sind es Albanien, Bosnien, Deutschland, Estland, Italien, Kroatien.
Litauen und Lettland, Montenegro, Österreich und Slowenien, wobei wir noch mehr in der Hinterhand hätten, aber es ist alles ein, muss natürlich alles erstmal eingestellt werden, korrigiert werden und das braucht natürlich auch Zeit, gerade weil wir ein zweiköpfiges Team sind und wir arbeiten auch Non-Profit. Das passiert mehr oder weniger ehrenamtlich, wenn man so sagen möchte. Das ist ein Leidenschaftsprojekt von Claudia, bei dem ich eingestiegen bin irgendwann und es ist jetzt nicht so, als würde hier ein zehnköpfiges Team sitzen, das Tag und Nacht daran arbeitet, dass hier Material quasi ins Wasser Wiki gestellt wird. Genau. Ja, und in diesen, um nochmal zurückzukehren zu den Ländern, dort findet man die dann Steckbriefe eben zu einzelnen Sehenswürdigkeiten, wenn wir sie so nennen wollen, also zu Quellen und auch Informationen zu den Ländern selber, worauf man achten muss, wenn man dort unterwegs ist, auch in der Natur. Genau, das ist so unser Kern. Dann haben wir aber noch weitere Kategorien, weil das Wasserwiki soll auch ein bisschen fachlich informieren und auch verschiedene Seiten aufzeigen rund ums Thema Wasser. Wir implementieren Fachartikel, also Artikel, da geht es um diverse Themen rund ums Wasser. Eigentlich sind da auch keine Grenzen gesetzt. Wir haben mittlerweile auch schon die ersten Gastartikel ums Wasser. Es geht beispielsweise um die Farben des Wassers, die Anomalien des Wassers, aber es auch Dinge wie Wirbel oder Mühlen. Also man soll in Zukunft ganz viele verschiedene Artikel finden können, mithilfe deren man sich dann informieren kann. Und da sind wir fleißig am Sammeln. Ja, das ist ja fantastisch. Und dieses ganze umfangreiche Wissen stellt uns Claudia und du mit deiner Arbeit einfach so zur Verfügung. Das soll für immer auch einfach kostenfrei zur Verfügung stehen. Es geht ja gar nicht darum, das zu monetarisieren. Also es ist im Prinzip, wie schon gesagt, ein Leidenschaftsprojekt. Und genauso wie Wasser sollte auch die Information darum eigentlich nichts kosten. Ja, das sollte frei zugänglich sein und das ist uns schon sehr wichtig. Und es wird auch in Zukunft nie irgendwelche Abo-Modelle oder Gebühren oder sonstiges geben. Klar, wir haben, dafür kommt Claudia auf, wir haben natürlich laufende Ausgaben. Das sind Dinge wie das Hosting oder die Website, die einfach Geld brauchen, aber trotzdem möchten wir das so zur Verfügung stellen. Ja, und das ist, wie gesagt, einfach ein Riesenleidenschaftsprojekt, an dem wir gerne arbeiten. Und wir freuen uns natürlich, wenn andere einfach Spaß dran haben oder Informationen finden, die sie suchen, weil es teilweise ganz schön schwierig ist, diese zu finden. Vielen Dank dafür. Wir von der Wasserquellenübersicht profitieren natürlich von eurer Arbeit und finden den Zusammenschluss ganz, ganz fantastisch. Ja, wir hoffen, dass unsere Mitglieder auch etwas zu euren Quellen beisteuern können. Sei es Quellen, die ihr noch nicht kennt, oder eben halt Bilder zu Quellen. Ja, das ist prinzipiell was uns eben in Zukunft, was wir natürlich brauchen, was heißt brauchen, was natürlich toll wäre, wenn viele Leute diese Seite auch nutzen. Das ist für Claudia allein oder für mich ist es nicht möglich, flächendeckend hier alle Quellen zu entdecken und darzustellen. Und wir haben ein weiteres Projekt, das erst hinzugekommen ist. Das ist unsere Quellenkarte, in dem auch die Nutzer dann sehen können, was wir schon alles entdeckt haben. Und diese Quellenkarte zeigt alle unsere bisher erkundeten Quellen mit kleiner Beschreibung und Foto. Und da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit mitzumachen, zu sagen, hey, ich habe hier eine Quelle, die habt ihr noch nicht entdeckt, wollt ihr die nicht auf die Quellenkarte packen? Haben wir direkt selbst auf der Quellenkarte und auch nochmal im Wasserwiki die Möglichkeit, jederzeit mit uns Kontakt aufzunehmen, sagen, hey, oder vielleicht ist hier was falsch, vielleicht zwickt es hier oder es fehlt einfach was. Freuen wir uns immer riesig, wenn sich interessierte Leute bei uns melden. Und dadurch entsteht dann schon ein riesen Mehrwert. Und deswegen freuen wir uns auch, dass
wir euch gefunden haben. Denn so schnell kriegt man einfach nicht so eine große Nutzergruppe. Ja, und uns freut es im Umkehrschluss ganz genauso. Wie gesagt, ihr seid alle herzlich dazu aufgerufen und dazu eingeladen, eure Quellen mitzuteilen, Fotos von den Quellen mitzuteilen und, was glaube ich auch ganz gerne gewünscht ist, die persönlichen Eindrücke der Quelle, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Genau, natürlich. Also da gibt es auch kein Falsch und kein Richtig. Das ist, das wollen wir auch betonen. Also wir beziehen hier gar keine großartige Stellung. Da jeder erlebt Wasser für sich und wir wollen auch gar nicht den Anspruch haben, hier irgendwie zu diktieren, welche Meinung jetzt richtig und falsch ist. Deswegen ist jede Meinung willkommen. Und wir freuen uns immer, alle zu hören. Ja, prima. Lieber Philipp, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Was unsere Zuschauer bestimmt auch interessiert ist, was Claudia dazu bewegt hat, sich auf die Suche nach Quellen zu machen und die zu katalogisieren. Ja, Claudia ist ein großer Naturfreund. Und in ihrer Freizeit, so wie ich sie erlebe, ist sie eigentlich immer unterwegs draußen, auf Quellensuche in der Natur unterwegs. Natürlich nicht nur Quellen, Natur hat auch viel mehr zu bieten, aber ist schon eine Leidenschaft von ihr geworden. Und sie hat immer gern, oder beziehungsweise sie fotografiert sehr gern. Und Wasser ist ja ein super Fotomodell. Und so hat es natürlich auch angefangen, dass sie ganz viele verschiedene Gewässer fotografiert hat, die man eben auch bei uns in der Wasserkunst sehen kann. Und irgendwann kam dann eben der Gedanke, das Ganze jetzt zu sammeln. Genau, und so kam es dann irgendwann zum Wasserwiki. Ja, sehr passend zur Landsitzliebe und zu unseren Wasserquellenübersichten. Klasse. Ja, lieber Philipp. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses unheimlich freundliche und aufschlussreiche Interview. Vielen lieben Dank. Danke für die Arbeit, die du und Claudia leisten. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder das Wasserwiki, wie gesagt, macht das mit euren Fotos und Berichten und unterstützt auch gerne die Arbeit der Landsitzliebe. Vielen lieben Dank. Eure Ani und euer Philipp. Vielen Dank. Bis bald am Wasserwiki.